Ja, ich würde Ihnen heute Abend quasi so ein bisschen einen Überblick verschaffen wollen über das, was ich als die christliche Rechte bezeichne. Ich würde erst anfangen, so ein bisschen die Begriffe zu definieren oder zu umreißen, ist vielleicht ehrlicher. Ich würde dann halt nochmal auf die Inhalte eingehen und dann Beispiele für Organisationen bringen, wobei das natürlich immer bloß so eine Näherungsbewegung ist und jetzt nicht tatsächlich alles. Also das lässt einfach nicht die Zeit zu. Ich werde jetzt nicht alle Organisationen nennen können. Ich habe mir als Titelbild ein Magazincover ausgewählt, ein Magazin, das heißt Der gerade Weg. Der Name rekurriert auf eine katholische Zeitschrift in der Weimarer Republik. Die neue Ausgabe ist aber eigentlich das Organ von einer Jugendorganisation, nämlich von der katholischen Jugendbewegung. Man sieht so ganz klein unter Der gerade Weg nochmal stehen, die katholische Jugendbewegung, und das ist letztendlich die Jugendorganisation der Piusbruderschaft. Das ist kein großes Magazin, das sei auch der Ehrlichkeit halber angemerkt. Ich fand es hier sozusagen bei dem Cover aus dem Jahr 2013 sozusagen ehrlich, dass man sich selber als katholisch reaktionär betitelt hat. Also reaktionär ist ja häufig eher so ein politisches Kampf. Oder ein politischer Kampfbegriff. Hier ist es aber tatsächlich so, dass man sich selber so bezeichnet. Und das ist einer von den quasi Begriffen, mit denen man da immer wieder auch in Kontakt bekommt. Es gibt ja halt sozusagen, jetzt soll es erstmal um die Begriffe gehen. Und es gibt halt unterschiedliche Begriffe, einmal als Selbstbezeichnung, aber halt auch als Bezeichnung von außen. Manche sind eher polemische Begriffe. Und ich würde kurz mehrere Begriffe abhandeln und dann sozusagen zu dem Begriff kommen, den ich mir als den sinnvollsten ausgesucht habe. Den habe ich auch nicht erfunden. Der kommt aus dem englischsprachigen Raum. Den finde ich halt sozusagen am überzeugendsten als Sammelbegriff und wird auch natürlich noch kurz sagen, was ich darunter verstehe. Da gibt es einmal den Begriff Fundamentalismus, der kommt aus dem nordamerikanischen Protestantismus, ist eigentlich ein Eigenbegriff, hat inzwischen aber auch die Konfessions- und Religionsgrenzen überwunden. Also er wird auch in Bezug auf, keine Ahnung, Hinduismus, Buddhismus, Islam verwendet. Ursprünglich ging es mal darum, das ist quasi eine Bewegung, die um 1900 entstanden ist in Nordamerika, ging es darum, sozusagen zurück zu den Fundamenten des Glaubens zu kommen. Und das war halt eine Selbstbezeichnung. Ich glaube, ein Teil der nordamerikanischen Evangelikalen bezeichnet sich noch so. Und es sind halt Leute, die tatsächlich eine sehr wortgetreue Auslegung der Bibel haben. Ich würde sagen, um es vielleicht auch ganz kurz transparent zu machen, ich bin kein Theologe. Ich finde aber auch tatsächlich, dass man sich dem Thema christliche Rechte, wie ich es dann letztendlich nennen werde, auch widmen kann ohne theologisches Wissen. Ich selber bin ursprünglich christlich sozialisiert worden, also ein bisschen was weiß ich schon über das Thema, aber quasi ist auch jenseits von theologischem Wissen ist es halt erkennbar, dass es halt natürlich einmal so eine wortgetreue Auslegung gibt der Bibel und dass daraus, und das ist das Wichtige, dann ein Gesellschaftsbild entsteht. Also ich finde sozusagen, wenn man das jetzt bloß für sich privat machen würde, also in irgendeiner Weise sehr fromm wäre, dann ist das nicht problematisch. Aber wenn das dann halt sozusagen in ein ultrakonservatives Gesellschafts- und Menschenbild übergeht und man sagt, die Gesellschaft hat, weil es eben in den religiösen Schriften so steht, so und so zu sein und das geht nicht, dann fängt es an, nach meiner Einschätzung problematisch zu werden. Fundamentalismus ist, wie gesagt, ein Begriff, der gerne verwendet wird. Ich würde den sozusagen als eine kleinere Teilmenge dessen verwenden, was ich als christliche Rechte bezeichne. Weil die christliche Rechte ist für mich weiter gefasst als jetzt bloß die Leute, die tatsächlich dann teilweise glauben, dass die Erde in wenigen tausend Jahren erschaffen worden ist, weil sich eben entsprechende Bibelstellen finden, sondern es ist quasi eine größere Gruppe, aber eine Teilmenge davon, das sind eben halt diese Fundamentalisten, Fundamentalistinnen. Und die haben halt eben diese sehr wortgetreue Bibelauslegung. Es gibt aber auch christliche Rechte, die sich zwar an der Bibel orientieren und an anderen religiösen christlichen Schriften, aber die jetzt nicht unbedingt quasi glauben, dass die Erde in 5000 oder ich weiß gar nicht mehr, in mehreren tausend Jahren jedenfalls erschaffen worden ist.
Es gibt auch eine Schätzung, über die ich mal gestolpert bin, wie viele das in Deutschland sind, die man so als Fundamentalistinnen bezeichnen könnte. Da habe ich, also bin ich mal auf die Zahl 300.000 gestoßen. Es ist allerdings mit diesen Zahlen tatsächlich sehr schwierig. Dann hatte ich schon ganz kurz jetzt den Begriff Evangelikale verwendet. Das ist was, was halt bloß die Protestanten und Protestantinnen bezeichnet. Das ist eine Minderheit. Das sind theologisch konservative Protestanten, Protestantinnen. Das heißt, da hat man einmal so oder so die Katholiken, Katholikinnen nicht mit dabei. Und zum anderen ist es auch schwierig, ob ich jetzt tatsächlich alle Evangelikale der christlichen Rechten zurechnen würde, weil es gibt tatsächlich auch Leute, die im eigenen Verständnis sich als Linksevangelikale zum Beispiel bezeichnen. Das ist eine Gruppe, die einmal zur Hälfte innerhalb der protestantischen Landeskirchen, also der evangelisch-lutherischen Landeskirchen verblieben ist, und der andere Teil von ihnen ist inzwischen in Freikirchen organisiert, also häufig auch abgespalten von den evangelisch-lutherischen Landeskirchen. Und es gibt da Zahlen für die Bundesrepublik, die von 1 Million bis 1,5 Millionen ausgehen. Man könnte dann jetzt auch nochmal da Unterströmungen bestimmen, also charismatische Evangelikale oder pietistische Evangelikale. Da würde ich jetzt nicht drauf nochmal stärker eingehen. Heute soll es ja auch vor allen Dingen um die katholischen christlichen Rechten gehen. Gibt es in der quasi Selbstbeschreibung Leute, die sich als Traditionalisten verstehen und bezeichnen, und um die soll es heute vor allen Dingen gehen. Das ist halt was, was sich eben bloß auf der katholischen Seite findet. Zum Teil wird auch die Selbstbezeichnung Papst und Romtreu verwendet. Also bei den Evangelikalen findet man häufig die Selbstbezeichnung noch bibeltreu, um das halt nochmal zu unterstreichen, dass halt die Bibel das Fundament ist und eben nicht nur das Glaubensfundament, sondern tatsächlich auch das Fundament, wie halt Gesellschaft zu sein hat und was halt geht und was halt nicht geht. Also was dann eben auch bei zumindest den Fundamentalistinnen tatsächlich auch über dem säkularen Gesetz steht. Katholische Traditionalisten, Traditionalistinnen lassen sich auch nochmal in Unterströmungen aufspalten. Also es gibt zum Beispiel die Strömung, die glaubt, dass der Papst, der aktuelle Papst illegitim sei, also die halt sagen, der Papstthron ist eigentlich quasi falsch besetzt oder sei unbesetzt. Es gibt dann auch noch mal Leute, die halt quasi halt auf bestimmte Päpste rekurrieren. Und das ist, glaube ich, bei den katholischen Traditionalistinnen ist noch mal das Besondere, dass sie halt neben den Bibel, also das, was sie halt dann auch ihre protestantischen Glaubensgenossen machen, dass sie neben der Bibel eben auch auf bestimmte Schriften aus der katholischen Kirche Bezug nehmen und das halt sozusagen ihr zweites Fundament ist. Also nicht nur eben halt die Bibel beziehungsweise ihre Auslegung der Bibel, sondern auch nochmal bestimmte Papstenzyklika zum Beispiel. Das ist aber nach meiner Wahrnehmung auch als Nicht-Theologe relativ selektiv, weil man nimmt sich dann halt die Sachen von Päpsten, die halt das eigene ultrakonservative Menschen- und Gesellschaftsbild bestätigen, und die anderen Sachen lässt man so ein bisschen unter den Tisch fallen. Also das ist dann irgendwie ein Irrtum. Hier hat man nochmal quasi das Organ von einer der wichtigsten katholisch-traditionalistischen Organisationen innerhalb der katholischen Kirche, beziehungsweise auch so ein bisschen außerhalb. Also sie leben nach meinem Wissen noch immer im halben Schisma, aber nicht mehr ganz so stark wie früher, nämlich von der Piusbruderschaft. Das ist das Mitteilungsblatt im deutschsprachigen Raum. Also es ist ihr wichtigstes Magazin, was sozusagen auch für externe Leute gedacht ist. Also sie haben da noch diverse interne Periodika. Und da ist das Titelthema 2009 das Konzil. Und das ist was, was katholische Traditionalistinnen sehr stark umtreibt, nämlich halt die Stellung und besonders halt die Ablehnung des Zweiten Vatikanischen Konzils, wo es ja zu bestimmten Reformen kam. Und das ist halt was, was ich so ein bisschen als verbindendes Element von katholischem Traditionalismus ausmachen würde, nämlich die Ablehnung des Zweiten Vatikanischen Konzils. Und als Überbegriff würde ich tatsächlich den Begriff christliche Rechte verwenden. Christliche Rechte würde ich auch
abgrenzen zu extremen Rechten. Also das ist dann halt eine säkulare politische Bewegung, die auf nationale Mythen und teilweise auch so Pseudowissenschaft sich immer wieder bezieht und das als Fundament hat. Also dass man dann halt meinetwegen die große deutsche Geschichte anruft und sich darauf bezieht. Also von gibt es ja dann die entsprechenden Mythenbildungen bei der extremen Rechten, dass man sich halt irgendwie so, keine Ahnung, in einer langen Ahnenreihe seit Hermann dem Kerusker sieht. Und dass halt auch also so eine so unglaubliche Kontinuitäten aufgebaut werden. Und dann gleichzeitig hat man auch nochmal so eine Pseudowissenschaft, die häufig auch zum Beispiel den eigenen Rassismus scheinbar wissenschaftlich bestätigt. Und das ist die extreme Rechte. Und ich würde sagen, dass sich davon halt die christliche Rechte nochmal unterscheidet, dass, weil ihr Fundament ein anderes ist, nämlich weil es halt ihre Interpretation von den christlichen Schriften, von den religiösen Schriften, besonders von der Bibel ist. Also sie beziehen sich auf halt auf religiöse Schriften, in dem Fall auf die Bibel, vielleicht auch noch auf bestimmte andere Schriften, also vom Papst oder dann vielleicht auch von Luther. Und daraus leiten sie halt ihr Gesellschaftsbild ab. Und das ist ein Unterschied zur extremen Rechten, die ja gar nicht irgendwie auf religiöse Schriften sich bezieht. Trotzdem gibt es halt eine inhaltliche Nähe an bestimmten Punkten und die würde ich im Folgenden versuchen, so ein bisschen rauszuarbeiten. Das, was ich hier als Bild gewählt habe, ist auch ein Magazin aus dem Umfeld der Piusbruderschaft. Man sieht schon, es gibt auch so eine nationalistische Ansprache. Und ich würde sagen, dass halt auch in der christlichen Rechten es einen Nationalismus gibt, der zum Teil aber anders funktioniert als in der extremen Rechten. In der extremen Rechten ist der völkisch definiert. Das heißt, es werden Menschen als deutsch akzeptiert, die weiße und deutschsprachige Vorfahren haben. Es gibt manchmal werden auch Ausnahmen gemacht, aber grundsätzlich definiert man halt echte Deutsche, was auch immer. Also wie das, also es ist natürlich auch ein Kampfbegriff, definiert man über die Herkunft. Während das bei der christlichen Rechten so ist, da finden sich zwar auch Überschneidungen und es gibt auch Leute, die diesen völkischen Nationalismus vertreten, aber es ist nach meiner Wahrnehmung sehr viel inklusiver. Das heißt, man würde auch, also zum Beispiel bei so protestantischen Fundamentalistinnen, da ist es wichtiger, dass man christlich ist und man würde zum Beispiel, ich mache das immer gerne an einem Beispiel klar, man würde zum Beispiel Glaubensgeschwister aus dem Irak aufnehmen. Also würde sagen, die gehören zu uns, wenn sie halt Christen sind und Christinnen, während halt Leute mit einem völkischen Nationalismus von der NPD sagen würden, nein, das sind Fremde, das sind keine echten Deutschen, die können auch keine Werte nach unserem Verständnis, die dürfen wir nicht aufnehmen. Und da sieht man halt sozusagen, es gibt schon auch einen Unterschied. Auf der anderen Seite gibt es auch inhaltliche Gemeinsamkeiten, die ich dann gleich noch zeigen werde. Ich finde es wichtig, bei der Betrachtung von den Gruppen beziehungsweise jetzt auch von der christlichen Rechten, sich nochmal klarzumachen, warum Menschen sich solchen Gruppen anschließen. Das ist für Außenstehende ja erstmal so ein bisschen Unverständnis, weil die auch ein hartes Regelkorsett haben, was man sich anlegen muss und was einen sehr einengt. Und ich glaube aber halt, so eine Kritik, und ich stehe diesen Gruppen natürlich kritisch gegenüber und kritisiere sie auch im Folgenden, dass die so ein bisschen nur die Hälfte der Miete ist, wenn man sich nicht anschaut, was denn halt für Leute das so attraktiv macht, beziehungsweise warum Leute da hingelangen. Also gerade auch, wenn die sich im Erwachsenenalter solchen Gruppen erst anschließen. Und ich glaube, dass es so ein bisschen zwei Varianten gibt, wie man in solche Gruppen reinkommt. Das erste ist, man wird da reingeboren und reinsozialisiert. Das heißt, man wächst in einem bestimmten christlich-konservativen bis christlichen rechten Milieu auf. Das ist was Vertrautes. Man verlässt es nicht. Man wird da halt, man stellt es nicht großartig in Frage, auch weil es Vorteile bringt, also weil man sich da auch Geborgenheit erfährt etc. Und hat das dann halt verinnerlicht und behält das auch im Erwachsenenzeitalter bei. Und dann, und das finde ich das Spannendere, gibt es nochmal Leute, die sich tatsächlich im Erwachsenenzeitalter erst so einer ganz strengen Freikirche anschließen, die mit ein ganz enges Regelkorsett hat. Und da muss man halt tatsächlich nochmal genauer hinschauen, was das denn für Bedürfnisse erfüllt. Also es gibt es auch im Katholizismus, dass halt Leute im Erwachsenenzeitalter zum traditionalistischen Katholizismus konvertieren, also nicht nur einfach zum Katholizismus, sondern zu so einer sehr
strengen Variante, die mit bestimmten Regeln verbunden ist und Einengungen. Und ich glaube, das hat verschiedene Gründe, aber es gibt auch Menschen, die halt sozusagen in einer sehr anstrengenden Welt auch dieses Bedürfnis nach bestimmten Regeln und Verbindlichkeiten haben. Also dass es Menschen gibt, man spricht manchmal auch von der Multi-Optionsgesellschaft, dass das auch Menschen anstrengt und dass sie dann eben halt auch sich solchen Gruppen anschließen, weil sie halt dann genau das vorfinden, was sie scheinbar benötigen, brauchen. Beziehungsweise man muss sich auch bei vielen von den Freikirchen anschauen, dass die halt auch so ein Angebot machen, was auf Herzlichkeit basiert erstmal. Also ich kenne das auch von Gruppen, die mir im Stadtbild hier in Baden-Württemberg begegnen. Die sagen natürlich nicht, hier sind unsere Regeln und das sind unsere Verbote, sondern bei denen ist es eher so, die laden einen zu einem Tee ein. Und ich bin in einer Universitätsstadt beheimatet und da ist es so, dass tatsächlich das auch viele Leute, die zum ersten Mal zu Hause raus sind, die sich so ein bisschen auch verloren fühlen in dieser Uni-Bürokratie, dass es für die auch attraktiv ist, dass da jemand auf sie zukommt und sie einlädt und dass das auch so ein quasi Bedürfnisse befriedigt oder stillt, die gar nicht was mit quasi religiöser Sinnsuche oder so zu tun haben müssen immer. Also das ist, es gibt auch so dieses soziale Angebote, soziale Nähe, Leute da quasi für sich einzunehmen. Und das muss ich halt alles beachten und kann nicht einfach bloß sagen, ja, diese Gruppen sind aus den und den Gründen problematisch, schwierig oder sehr kritisierenswert, sondern eben halt auch schauen, warum gehen denn Leute halt plötzlich zu einer Freikirche, die auch so ein teilweise sehr abgefahrenes Regelkorsett haben. Ja, das Ziel ist, und ich hatte ja schon gesagt, es geht um quasi Gesellschaftsveränderungen. Also mir geht es nicht um Leute, die sehr fromm sind, die das für sich bloß sind, sondern das Ziel ist von der christlichen Rechten, ist das, was man als eine christliche Kulturrevolution bezeichnen könnte. Hier hat man mal eine inzwischen wieder aufgelöste protestantisch geprägte Gruppe, die das aber in ihren Namen nochmal durchbuchstabiert hat. Nämlich sie selbst nennt sich, ihr könnt es auch sehen, Aktion zur geistig-kulturellen Erneuerung Deutschlands aus seinen christlichen Wurzeln. Die war auch, glaube ich, in Bayern beheimatet. Und das sagt halt sozusagen das aus, was man will. Und wenn man nochmal schaut, wo die denn ihre Vorbilder finden, dann stößt man häufig über so die Vorbilder Ungarn, Polen gerade. Also dass man halt sozusagen sowas gerne hätte. Teilweise steigert sich diese quasi Vorstellung von Gesellschaft bis hin zu antidemokratischen Tendenzen. Also dass man tatsächlich eine Art von Gottesstaat anstrebt. Das kann jetzt sein, dass man das so ein bisschen eher sacht formuliert, also dass man sagt, naja, wir möchten gern einen Staat, der, also wo halt die religiösen Grundlagen über den säkularen Gesetz stehen und manchmal wird das relativ deutlich gesagt. Hier hat man noch so mal ein Beispiel, wo das so zumindest so ausgelegt werden kann, nämlich der Sato Verlag, das ist der Hausverlag der Pius-Bruderschaft. Unten steht, dass es ein Sitz in Stuttgart hat, inzwischen ist er aber nach Bayern umgezogen, also wäre auch ein Beispiel für sozusagen die christliche Rechte, katholische Konfession in Bayern, hat eine Sonderschrift rausgebracht, Civitas ist ein Blatt, was dem auch zuzurechnen ist, zu Engelbert Dollfuß. Und Engelbert Dollfuß ist ein Diktator in Österreich gewesen, manchmal wird er auch als Austrofaschist bezeichnet, der von, ich glaube, 34 bis 38 hat seine Herrschaft gedauert und er hat Österreich in so eine Art katholischen Ständestaat, aber also es war keine Demokratie mehr, umgestaltet. Und das sind so auch dann halt die quasi Vorbilder in die Vergangenheit rein. Manchmal wird auch noch der portugiesische Diktator vor 1975 genannt, weil der auch sehr stark katholisch ausgerichtet war. Und das sind halt dann offensichtlich, wenn man solche Vorbilder hat, dann ist man halt antidemokratisch eingestellt. Also führt kein Weg dran vorbei. Das wird nicht immer offen so quasi propagiert. Ich finde aber, wenn man zwischen den Zeilen liest oder genauer hinschaut, findet sich das schon bei einem Teil der christlichen Rechten. Nicht bei allen und auch nicht bei allen so offen, aber es gibt auch Leute, die halt relativ offen eine Art von Gottesstaat propagieren. Und was sie letztendlich wollen, ist
tatsächlich auch zum Teil, also da ist es dann vielleicht nicht so ganz der Gottesstaat, aber ist eine Rückkehr in die konservative Adenauer-Zeit. Also dann stellen Sie vielleicht nicht die Demokratie in Frage, aber dazu muss man ja auch nochmal fragen, und das ist bei jüngeren Leuten, ich habe gesehen, jetzt sind hier auch quasi einige ältere Semester unter den Zuhörerinnen, ist das eine Zeit, die sehr weit entfernt ist, vor ihrer Geburt war, und wo man dann auch nochmal darauf hinweisen muss, ja, das war die Zeit, wo in Westdeutschland halt nicht an unverheiratete Paare vermietet worden ist, wo Homosexualität, also praktizierte männliche Homosexualität strafbar war, wo bestimmte Bücher verboten waren, also auf dem Index gelandet sind, oder eben auch, wo es christlich motivierte Bücherverbrennungen gab. Also das ist so ein, zum Beispiel auch was, was heute wenig noch im Bewusstsein vorhanden ist, dass es auch nach 45 Bücherverbrennungen gab und dass die zum Teil christlich motiviert waren, also auch teilweise mit Bischofssegen. Und dann hat man da irgendwie so Illustrierte verbrannt oder Wladimir Nabokovs Lolita und andere Bücher. Und das hat halt eben zum Beispiel, hier habe ich ein Beispiel aus Baden-Württemberg in Bietigheim-Bissingen 1973 stattgefunden. Und das waren dann halt, also es waren jetzt diese so riesige Bücherverbrennung, glaube ich, also es waren nicht riesige Scheiterhaufen, aber das hat immer wieder stattgefunden. Und da hat man das, was man als Schundliteratur damals definiert hat, verbrannt. Genau, was auch noch mit den Inhalten zählt, ist so eine sehr strenge Sexualmoral, die häufig auch von einer Tabuisierung von Sexualität lebt. Also hier hat man eine katholisch-traditionalistische Organisation, die immer auf der Frankfurter Buchmesse da ist und die dann halt zum Beispiel tatsächlich so eine Art Kreuzzug gegen die Bravo über Jahre geführt hat. Also es ist die Deutsche Vereinigung für christliche Kultur. Das ist eine recht kleine Organisation, die aber offensichtlich sehr finanzstark ist, auch weil sie sich immer diesen Stand auf der Frankfurter Buchmesse leisten kann und die dann halt entsprechend auch also so Broschüren rausgibt, die sich halt gegen eine Sexualisierung der Kindheit richtet. Und da geht es nicht darum, dass man jetzt nicht auch kritisieren könnte, dass halt zum Beispiel Pornografie überall auftaucht und dass da auch junge Menschen mit sowas in Kontakt geraten, sondern es geht halt um sowas Harmloses wie halt die Bravo, also eine Jugendzeitschrift, wo eben auch, Gott sei Dank, offen über Sexualität geschrieben wird, also diese Dr. Sommer-Fragen, wenn das Leute kennen, und wo das halt sozusagen als dann quasi halt Sexualisierung der Kindheit definiert wird teilweise. Was mit diesem Sexualbild auch noch verbunden ist, ist die Erwartungshaltung, dass man halt Sexualität nicht vor der Ehe praktiziert, was dann teilweise auch von Leuten innerhalb von den christlich-konservativ bis christlich-rechten Milieus auch tatsächlich als Regel befolgt wird. Ich hatte immer so den Eindruck, dass sich diese Forderung vor allen Dingen an junge Frauen richtet und weniger an Männer. Also dass es da auch so ein bisschen ich nenne es mal Bigotterie gibt. Genau, was damit verbunden ist, ist das, was man auch als Heterosexismus und traditionelles Frauenbild bezeichnen kann. Ich habe in Stuttgart, weil das auch so immer die Demonstrationsorte waren, sehr mehrfach diese Demonstration für alle beobachtet. Das waren Demonstrationen, die eben genau aus so einem rechtschristlichen Milieu heraus organisiert worden sind. Die haben sich am Anfang aufgehängt an einem Bildungsplanentwurf. Also es war noch nicht der fertige Bildungsplan, wo es halt darum ging, dass im Unterricht auch über sexuelle Vielfalt gesprochen wird. Also dass eben halt auch erwähnt wird, dass es halt Menschen gibt, die schwul sind, die trans sind, die bi sind, wie auch immer. Und das hat die Leute auf die Straße getrieben. Nach meiner Beobachtung waren das auch Leute, die nicht so besonders viel Demonstrationserfahrung hatten. Und es gab auch eine, also offiziell waren das so überparteiliche Demonstrationen, die für alle offen waren. Aber ich hatte den Eindruck, auch wenn ich da durchgelaufen bin, dass so 80-90% der Teilnehmenden tatsächlich aus so einem rechtschristlichen Milieu kamen. Es wurde auch einmal, wurden so Kirchenlieder angestimmt und da hatte ich den Eindruck, dass tatsächlich die Mehrheit der Beteiligten halt sehr textsicher waren. Das war für mich auch nochmal so ein Beleg, dass das halt nicht irgendwie bloß Demos waren, die halt von irgendwie Rechten organisiert worden sind, sondern dass die genau aus diesen Kreisen besucht worden sind. Und bei der Organisation kann ich es auch relativ gut belegen. Das heißt,
wofür die dann letztendlich, also das Thema hat sich auch so ein bisschen erweitert, es ging nicht nur dann um diesen Bildungsplan, wofür die auf die Straße gegangen sind, war ein traditionelles Familienbild, also die Familie wurde dann bloß als heterosexuelle Kleinfamilie verstanden, sowas wie Regenbogenfamilien etc. gab es nicht. Und was dann auch häufig noch, das war jetzt vielleicht nicht so der Demonstrationsinhalt, aber was häufig auch vertreten wird, ist ein traditionelles Frauenbild. Das versucht man manchmal auch nochmal durch Bibelzitate zu untermauern, also dass die Frau ihrem Mann untertan sein solle und sowas. Genau, und das ist letztendlich halt also keine gleichberechtigte Beziehung, sondern letztendlich ist der Mann der Herr der Familie. Und das ist halt sozusagen was, was man da halt auch mit vertritt. Ja, ein ganz, ganz großes Thema ist das Thema Lebensschutz. Also das ist diese Eigenbezeichnung. Ich habe dahinter noch Anti-Abtreibung geschrieben. Man kann auch von quasi die Diskussion um Schwangerschaftsabbrüche sprechen. Das ist ein Thema, was häufig inzwischen auch sehr professionell angegangen wird. Also hier seht ihr im März 2022 soll auch erneut der Münchner Marsch fürs Leben stattfinden. Der hat bereits vor, ich glaube, einem Jahr oder zwei Jahren stattgefunden mit 600 Teilnehmenden. Und was ich halt interessant finde, ist, ich habe so den Eindruck, dass da so eine rationale Begründung immer drüber gelegt wird über das Thema. Also, dass man dann halt sagt, ja, guck mal, hier und hier ist, das ist doch schon Leben, aber dass das eigentliche Motiv immer noch ein religiöses ist. Also, dass halt man sagt, nee, es ist halt seit der Befruchtung an, ist es Leben und deswegen verteidige ich das und quasi inoffiziell ist aber halt, oder offiziell wird dann halt sozusagen versucht, das mit einer wissenschaftlichen Diskussion zu begründen. Und das ist ein Thema, das ist eigentlich nicht besonders populär. Also die im Gegensatz zu anderen Ländern sind diese Demonstrationen von sogenannten Lebensschützern und Schützerinnen sind sehr klein in Deutschland. In Berlin kommen die auch auf mehrere tausend Leute, aber da mobilisieren die das ganze Jahr hin für den großen Marsch des Lebens im September. Und keine Ahnung, wenn man sich die Marsch fürs Leben in Washington oder so anguckt, sind das weitaus mehr. Und das ist aber ein Kernthema, das man nicht aufgibt. Und das ist auch nochmal ein Unterschied vielleicht zu so einer extrem Recht mit einem rechtspopulistischen Stil, die sehr viel flexibler in ihren Themen ist. Also Beispiel AfD. Die AfD hat angefangen mit diesem Euro-Thema. Das war irgendwann mal so ein bisschen ausgelutscht, sage ich mal, dann ist man übergegangen zum Thema Migration, auch weil sie es gerade angeboten hat. Und als das dann auch so ein bisschen verbraucht war, ist man zum nächsten Thema übergegangen. Und diese Flexibilität hat die christliche Rechte eigentlich nicht. Die hat ihre Kernthemen und egal wie unpopulär die sind, sie werden die weiterhin bedienen, weil das halt sozusagen für sie nicht eine Frage von Erfolg ist, sondern eine Frage von Überzeugung beziehungsweise halt Glauben natürlich. Genau, und hier kommen die ja auch sehr nett rüber. Also das ist die Oma mit ihrem Enkel, der freudestrahlend in die Kamera guckt. Ich finde aber, hinter dieser offiziellen Darstellung findet sich noch so ein hässlicheres Gesicht, sage ich mal. Wenn man nämlich dann schaut, wie Frauen, die Schwangerschaftsabbrüche vorgenommen haben, behandelt werden und wie die bezeichnet werden oder wie die Ärzte und Ärztinnen, die das vornehmen, wie die angegangen werden, da ist da nicht so viel Liebe für Kinder mehr, sondern da ist dann halt mehr tatsächlich auch Hass. Also es gibt zum Beispiel einen sehr prominenten Lebensschützer, der auch in einigen Projekten mit drin hängt und der betreibt zum Beispiel eine Seite, die heißt Babycaust oder Babycaust. Also es ist eine Wortverschmelzung aus Holocaust und Baby. Und wenn der halt über quasi Ärzte die Schwangerschaftsabbrüche vornehmen, wenn der über die schreibt, dann ist das halt, da geht es um sehr viel Hass. Und ich war auch mal bei einer Veranstaltung von einer Lebensschutzorganisation und da haben die auch nochmal genau das gesagt, dass sie jetzt eigentlich gerne diesen Strategiewechsel haben, dass es mehr um die Mutter und ihr Kind gehen soll und nicht mehr um diese Anfeindung von Frauen, die ja dann auch teilweise als Mörderinnen etc. diffamiert werden. Und ich finde aber, dass dieser Strategiewechsel nur so halb gelingt, weil hinter der Fassade, also wenn ich dann die internen Publikationen lese, die nicht so unbedingt für die Öffentlichkeit bestimmt werden, da ist es noch das alte Sprechen.
Und da ist dann halt nicht so viel quasi von, wir müssen uns für irgendwie Mütter, die in schwierigen sozialen Lagen sind, stark machen, sondern da sind dann halt tatsächlich immer noch die quasi, also die alten Einstellungen wiederzufinden. Und das findet sich übrigens auch, wenn man schaut, wie darauf reagiert werden, wenn jetzt ganz strenge Gesetze in Bezug auf Schwangerschaftsabbruch irgendwo erlassen werden, dann wird das immer bejubelt. Und selbst wenn dann halt verboten wird, dass Frauen nach Vergewaltigungen Schwangerschaftsabbrüche abnehmen würden, wenn da irgendwie ein Gesetz in, keine Ahnung, in einem US-Bundesstaat erlassen wird, dann wird es immer noch bejubelt. Und da quasi merkt man, das ist halt so ein Essential und es geht nicht irgendwie um eine Diskussion, ab wann beginnt Leben oder sowas, sondern das ist halt sozusagen unverrückbar, ab der Befruchtung der Eizelle ist Leben und das ist heilig. Worüber man auch noch zusammengehalten wird, sind Feindbilder. Ich habe mir jetzt ein paar ausgesucht, man könnte das auch noch erweitern. Das eine ist, gerade auch beim katholischen Traditionalismus, ist so ein Antimodernismus und Antisäkularismus. Es gibt sogar eine Zeitschrift, das ist eine Werbung aus der rechten Wochenzeitung Junge Freiheit, die sich selber der Antimodernist genannt hat. Die sind in Konstanz, hat ihren Sitz. Ich bin mir auch gerade unsicher, ob es sie noch gibt. Und mit Antimodernismus meine ich nicht die Ablehnung von technischen Neuerungen. Also es gibt zwar auch ein paar christliche, dann eher so in den Bereich sektengehende Freikirchen, die auch technische Errungenschaften ablehnen, aber das ist bei den wenigsten so, sondern man lehnt die Moderne als Projekt von Pluralisierung der Gesellschaft und von Emanzipation ab. Und gerade bei der katholischen, bei der christlichen Rechten katholische Konfession ist es so, dass man sich dann auch noch sehr stark auf die Zeit vor der Französischen Revolution bezieht. Also da gibt es so einen, ich sag mal, Hardliner-Flügel, der will nicht nur in die Weimarer Republik zurück, sondern die sagen sozusagen, ab 1789 ist es eigentlich vor allen Dingen schiefgegangen. Also ab sozusagen halt der Französischen Revolution, auch mit ihrem Gleichheitsanspruch etc., ab da lief das dann schief. Genau, Antisäkularismus ist halt einfach die Einstellung gegenüber den, also die Anti-Haltung gegenüber dem säkularen Staat, wo man dann halt mindestens eine Staatsreligion anstrebt oder halt eine besondere Stellung des Christentums, beziehungsweise dann natürlich bei den Katholikinnen halt eine besondere Stellung des Katholizismus. Was sich auch häufig findet, und das läuft einem jetzt gerade auch wieder stärker über den Weg, sind Verschwörungserzählungen. Also hier auch wieder das Beispiel aus der Piusbruderschaft, ist jetzt auch nicht ganz letztes Jahr, also von 2007. Aber das ist was ich in so katholisch-traditionalistischen Kreisen sehr häufig antreffe, dass halt die Moderne nicht nur abgelehnt wird, sondern sie wird als ein gezieltes Projekt von einer kleinen Gruppe erklärt. Und das sind dann sehr gerne die Freimaurer. Also die Freimaurer stecken hinter anderen. Es ist abgefahren, wie stark da teilweise diese Freimaurer-Weltverschwörungsannahme verbreitet ist. Und das sind auch Erzählungen, die teilweise von einzelnen Bischöfen weitergegeben werden. Also das ist jetzt nicht nur irgendwie die Piusbruderschaft, sondern es gibt auch einzelne Bischöfe, die halt sagen, dass halt die Freimaurer halt sozusagen schuld sind an der Moderne und am nach ihrer Einschätzung Niedergang der katholischen Kirche und an der Liberalisierung der Gesellschaft. Genau, also das ist halt so irgendwie so, das ist eine von den wichtigen Akteursgruppen in diesen Verschwörungserzählungen. Was es auch noch gibt, ist ein christlicher Antisemitismus beziehungsweise traditioneller Antijudaismus. Ihr seht links oben, das ist von 2008, also ist auch nicht mehr ein ganz frisches Beispiel. Das war aber mal innerhalb des deutschsprachigen Raums ein unglaublich wichtiges Verständigungsorgan für die katholische christliche Rechte, Kreuz.net. Die waren auch unglaublich vulgär, also vulgär homophob, vulgär rassistisch, vulgär antisemitisch, aber die hatten ziemlich große Benutzerinnenzahlen, die hatten auch erkennbar Leute innerhalb der katholischen Hierarchie, die ihnen immer wieder Insiderinformationen zugespielt haben und die haben, vielleicht erinnern sich Leute von euch noch an den Entertainer Dirk Bach, das war so ein kleiner, kugelrunder Mann, der ist verstorben, ich weiß jetzt gerade leider nicht mehr das Jahr und nachdem sein Tod, der war auch ein schwuler Mann, haben die einen sehr hasserfüllten Nachruf über ihn veröffentlicht,
Und dann hat der Verlag, der zu Dirk Bach so ein bisschen gehört hat, hat halt sozusagen gesagt, wir wollen jetzt wissen, wer hinter diesem Kreuzpunkt.net steckt, und haben eine Art von Prämie ausgesetzt. Und seitdem hatten die immer wieder Probleme und sind dann irgendwann aus dem Netz verschwunden. Aber das war mal ein sehr wichtiges deutschsprachiges, eine Verständigungsplattform. Und die hat wirklich also keine, also weil die so auch aus dem Anonymen agiert hat. Man konnte dann gewisse Spuren zurückverfolgen zu bestimmten katholisch-traditionalistischen Priestergruppen. Aber wer genau dahinter steckte und wer genau da immer publiziert hat, hat man tatsächlich nie richtig rausbekommen. Jetzt seht ihr rechts, seht ihr noch die Synagoge Satans. Das ist auch so ein quasi Begriff, der sich in katholisch-traditionalistischen Kreisen aber antrifft, wo halt sozusagen das quasi auch die Moderne erklärt wird und dann gleichzeitig aber antisemitisch. Und dann darf man auch nicht vergessen, es gibt ja auch noch so einen traditionellen Antijudaismus. Also Antisemitismus ist ja ein relativ modernes Phänomen. Ein Antijudaismus, da gibt es ja auch eine Tradition, also diese Vorstellungen von Juden und Jüdinnen als Brunnenvergifter oder dass sie halt irgendwie so kleine christliche Kinder sich geschnappt haben und da irgendwie geopfert hätten und so. Das ist was, was natürlich zum größten Teil der Vergangenheit angehört, aber es gibt immer noch Leute, die dann halt zum Beispiel so den Heiligenkult des Andel von Rinn pflegen, also wo eben so eine Legende, dass da halt ein kleiner katholischer Junge von Juden zu Matze verbacken worden ist oder sowas in der Art, halt die immer noch den begehen und daran glauben, auch wenn das, glaube ich, jetzt nicht mehr offiziell zum Kanon der katholischen Kirche gehört, aber in katholisch-traditionalistischen Kreisen trifft man auch noch diesen traditionellen Antijudaismus, also auch diese Einstellung von halt Juden und Jüdinnen als die Mörder von Jesus und so weiter. Was auch noch stark anzutreffen ist, ist Homophobie, also die Abwertung und Absprechung von Gleichberechtigung gegenüber Homosexuellen bzw. LSBTTIQ insgesamt. Und das ist auch so ein Essential, würde ich behaupten, der christlichen Rechten. Also die kann zum Teil können halt die christlichen Rechten so Leute aus anderen Ländern integrieren, also sind da inklusiver als so eine extreme Rechte mit ihrem völkischen Nationalismus, aber ihre Homophobie, die werden sie nicht aufgeben. Eine ganz große oder wichtige Publizistin ist da Gabriele Kubi. Ich habe auch ihre Schriften zum Teil gelesen. Interessanterweise macht sie es auch so, dass sie teilweise das nochmal in so eine Art von Verschwörungserzählung eingießt. Also hier sieht man ja die Überschrift, wo sie halt sagt, es gibt eine Homo-Lobby, also es ist von 2014, aber die hat sich jetzt nicht so sonderlich inhaltlich verändert. Also ich schreibe immer noch so. Der wird dann überproportional viel Macht zugesprochen. Also natürlich gibt es LSBTIQ-Interessensorganisationen, die halt Lobbyarbeit machen. Aber wenn man Gabriele Kubi teilweise liest, dann würde ich behaupten, naja, das ist, also die spricht denen so viel Macht zu, wie die auf keinen Fall haben. Und bei ihr ist das auch so ein quasi so ein Wirken von langen Linien. Ich komme gleich nochmal oder gehe gleich nochmal ein bisschen genauer drauf ein. Genau. Auch wieder aus Stuttgart von 2015, von diesen Demonstrationen, wo ich sagen würde, das ist so ein bisschen eine Unterkategorie von Homophobie vielleicht, nämlich Gender. Gender ist erstmal bloß das englische Wort für soziales Geschlecht, also dass man sagt, nee, es ist nicht alles angeboren, sondern vieles wird ansozialisiert. Und dieser Begriff funktioniert als Feindbild, als Begriffscontainer. Also das hat Juliane Lang mal schön definiert. Oder schön gesagt, das habe ich mir nicht ausgedacht, sondern sie hat hat gesagt, das ist ein Begriffscontainer, in den alles Mögliche reingehauen wird. Also es geht dann um sehr unterschiedliche Sachen, die halt irgendwie das Wort Gender enthalten, von Gender Mainstreaming, das sind Gleichstellungsprogramme auf EU-Ebene, die inzwischen auch zum größten Teil nicht mehr in Kraft sind, also die sind ausgelaufen. Das geht um Sprachgendern, das geht um sowas wie Gender Studies, also eine neue Wissenschaft an der Universität. Und das wird halt quasi insgesamt als Angriff auf die heterosexuelle Familie verstanden und abgelehnt. Und jetzt gibt es so Personen wie Gabriele Kubi, die nicht nur ablehnen, sondern die da tatsächlich eine Verschwörungserzählung draus gießen. Also die hat einen, ich glaube, 400-seitiges Buch, das habe ich auch tatsächlich gelesen, verfasst. Das gibt es aber auch als Broschüre. Das liegt dann auch teilweise in so katholisch-traditionalistischen Kapellen oder Kirchen aus.
wo sie sagt, das ist eine globale sexuelle Revolution, die da stattfindet und das ist ein gezieltes Projekt. Und dann macht sie eine ganz lange Linie auf von Friedrich Engels über Zwischenstationen bis heute. Also das ist nach ihrer Wahrnehmung ein linkes Projekt zur Zerstörung von Kirche und den traditionellen Werten. Und es fängt bei Friedrich Engels an und wird halt seitdem weitergetragen, um da halt was zu zerstören. Und wenn man dann tatsächlich auch mal genauer ihre Schriften liest und was für sie ein Vorbild ist, dann kommt man auch wieder bei so quasi antidemokratischen oder autoritären Staaten heraus, wie zum Beispiel Russland. Also das hat sie an einer Stelle in ihrem Buch, skizziert sie als Vorbild, weil in Russland diese anti-homosexuellen Gesetze eingeführt worden sind, wenn Menschen unter 18 über Homosexualität positiv reden oder sprechen, dann droht ihnen potenziell eine Gefängnisstrafe. Und das findet sie anscheinend gut. Jedenfalls tut sie dann halt sozusagen das als Vorbild skizzieren an einer Stelle. Also sie ist da eine ganz wichtige Person, auch über den deutschsprachigen Raum hinaus, weil sie tatsächlich inzwischen auch ihre Broschüren und ihr Buch halt übersetzt werden und dann zum Beispiel in Ungarn verteilt werden oder auf Spanisch erscheinen oder Koreanisch etc. Also sie ist da eine weltweit wichtige Protagonistin. Sie ist ganz klar eine Antifeministin, die halt dieses Feindbild Gender vor allen Dingen halt bedient. Hier hat man ein weiteres Titelbild der Pius-Bruderschaft, also von dem Mitteilungsblatt. Und natürlich gibt es eine schwierige Geschichte zwischen Linken und Christentum. Es gibt auch quasi Teile, die sich verbunden haben etc. Aber es gibt natürlich auch sowas wie eine Verfolgungsgeschichte in realsozialistischen Staaten. Keine Frage. Worum es mir hier eher geht bei diesem Feindbild links, ist, dass man auch wieder so quasi so einen homogenen Block hat von Feind und den verantwortlich macht. Eine ganz wichtige Zahl sieht man da auch auf diesem Cover, das ist 1968. Das ist nämlich sozusagen das, wo man sagt, okay, ab da gab es halt so eine linke Kulturrevolution, die wir ablehnen und dafür verantwortlich sind dann halt, ist eine Gruppe, die sie als 1968 oder als 68er bezeichnen. Das heißt, dass alle Liberalisierungen, die im Gefolge von 1968 in der westdeutschen, oder die meisten Liberalisierungen, die im Gefolge der Liberalisierung nach 1968 oder ab den 60ern in Westdeutschland stattgefunden haben, dass die mehr oder weniger abgelehnt werden. Die lehnt man ab und dann wird es noch so aufgeblasen. Und hier sieht man auch Frankfurter Schule, das ist so eine Denktradition, eine unabhängig linke marxistische. Und deren spricht man auch überproportionalen Einfluss zu und die sind halt jetzt quasi schuld. Also Modernisierungen weltweit finden nicht einfach statt, sondern da gibt es Gruppen, die das irgendwie anpeilen und die das dann auch gezielt steuern. Und ich finde, da ist dann auch schnell ein Übergang zu so einer Verschwörungserzählung gegeben. Genau, beim traditionalistischen Katholizismus hat man natürlich auch noch den Evergreen, nämlich, dass man immer auch noch so manchmal so verdruckst und häufig nicht so offen, weil das ist jetzt auch quasi nicht die Zeit, wo man noch so die alten Feindschaften so offen pflegen sollte, hat, aber das ist auch immer noch das Feindbild Protestantismus hat. Manchmal wird auch eine Liberalisierung der katholischen Kirche als Protestantisierung geschmäht. Die hat uns mal 2007 bei so einem rechtskatholischen Veranstaltungstag, dass dann halt hier zum Beispiel Matthias von Gersdorf, dass der referiert zum Thema das Ringen der Kirche um die christliche Gestaltung der Welt angesichts ihrer externen Feinde, der Protestantismus. Also das ist der externe Feind. Da ist dann irgendwie seit Luther alles falsch gegangen und man lehnt natürlich auch Ökumene ab. Auf der anderen Seite gibt es auch katholische Rechte, die sagen, nein, durch unsere gemeinsamen Feindbilder sind wir vereint. Wir lehnen alle die Homo-Ehe ab, also sowohl die evangelikalen Rechten wie auch die katholischen Traditionalisten und die sich dann verbünden. Aber es gibt auch nochmal so die Hardliner, die sagen, nein, der Protestantismus, also seit Luther, nicht nur seit der Französischen Revolution, sondern seit Luther geht eigentlich alles in Bach runter. Ich überspitze jetzt mal ein bisschen polemisch. Was man auch sehr stark hat, hier die kirchliche Umschau aus dem Umfeld der Pius-Bruderschaft, erscheint in Bonn, ist das Feindbild Islam. Da geht es nicht irgendwie um quasi halt eine differenzierte Sichtweise, sondern es ist halt sozusagen ein großer Block, der als nicht nur als Konkurrenz verstanden wird, sondern der wird halt als
quasi halt fein verstanden. Und da werden dann auch so lange Linien wieder gezogen seit den Kreuzzügen. Also da gibt es dann auch eine entsprechende Bezugnahme, eine positive Bezugnahme auf Kreuzzüge oder auf so Aussprüche wie Deus vult, also Gott will es. Und der Islam ist der große Feind und dem muss man sich jetzt widmen. Und dann, dass da halt irgendwie der Papst einen, keine Ahnung, muslimischen Geistlichen umarmt, das wird halt sozusagen als auch eine Art von Verrat interpretiert. Beziehungsweise in dem Fall wird die Frage gestellt, friedlichen Islam oder großes Täuschungsmanöver. Und ich würde mal behaupten, auch ohne das jetzt genau im Genauen durchgeschaut zu haben, diese Ausgabe, es läuft auf Letzteres hinaus. Und das führt insgesamt auch zur Frage, wie man überhaupt Migration gegenübersteht. Also Migration, und das ist auch vielleicht wieder nochmal ein Unterschied zur extremen Rechten, wird nicht einhellig abgelehnt. Also es ist so, dass es unterschiedliche Positionen auch innerhalb der christlichen Rechten gibt. Es gibt eine Ablehnung, also auch nochmal stark unter dem Hinweis darauf, dass halt vor allen Dingen Leute aus muslimischen Ländern einwandern. Da hat zum Beispiel dieser Freikirchenpastor Jakob Czarnke das nochmal versucht, tatsächlich auch unter Verweis auf christliche Schriftquellen zu begründen. Und das ist ja spannend sozusagen, dass ein heutiges modernes Thema wird halt versucht, quasi durch, ich vermute mal, es sind vor allen Dingen alttestamentarische Zitate, unter quasi Verweis auf alttestamentarische Stellen, da halt sozusagen eine Position zu begründen. Und dann gibt es aber auch wiederum die Position, auch zum Beispiel unter vielen Protestanten, auch unter konservativen bis rechten Protestanten, dass man sagt, nein, wir haben den Missionsauftrag und deswegen sind wir für Einwanderung, weil dann können wir halt die Leute missionieren, wenn hierher kommen. Also das gibt es durchaus auch als Position und ist gar nicht mal so wenig verbreitet. Und das wäre dann natürlich ein Unterschied zur extremen Rechten, die generell sich gegen Einwanderung positioniert. Und aus diesen Inhalten, ich habe jetzt bloß ein paar skizziert, also es gibt noch ganz viel andere, also mein abgefahrenes Beispiel, viele christliche Rechte lehnen zum Beispiel sowas Harmloses wie das Kinderbuch Harry Potter ab, weil da halt Zauberei und Dämonen positiv beschrieben werden oder halt nicht verdammt werden, wird zum Beispiel, finden sich bei vielen evangelischen Freikirchen, die ich auch der christlichen Rechten zuordnen würde, findet sich so eine Ablehnung von Harry Potter Büchern zum Beispiel. Jedenfalls diese Inhalte ergeben bestimmte Allianzen beziehungsweise so Brücken ins extrem rechte Spektrum. Das heißt, es gibt so Punkte, wo sich das überlappt. Ich glaube, eine grundsätzliche Gemeinsamkeit ist so ein Blick auf die Welt als untergehende Welt. Also wenn man sich die Welt aus so einer ultrakonservativen rechten Perspektive anschaut, also früher, wo die Werte noch galten, wo es noch keine Homo-Ehe gab, wo noch Mann und Frau lebenslang verheiratet waren, es keinen vorehelichen Sex gab, etc. Das sind ja alles Sachen, die sich inzwischen aufgelöst haben. Das heißt, man befindet sich in einer untergehenden Welt und auch wenn nominell noch die Mehrheit der Bevölkerung in Deutschland in der christlichen Kirche Mitglied ist, also ich glaube, gerade ist es noch so, ist es so, dass man sich eigentlich bloß als Minderheit versteht, weil man halt quasi bloß als echte Christen diejenigen anerkennt, die halt ähnliche Einstellungen haben wie man selbst. Und dieser Blick auf quasi die Welt als untergehende Welt, als gefallene Welt, das ist was sie mit der extremen Rechten sehr stark einigt. Also so ein Untergangsweltbild. Bei den Evangelikalen ist es dann nochmal später, es ist nochmal stärker so, dass die in so einem Prämillenarismus leben, also dass sie halt tatsächlich davon ausgehen, dass zu ihren Lebzeiten auch noch Jesus auf die Welt zurückkehrt und dass halt diese Endzeitschlacht Harmageddon folgt. Auf jeden Fall dieses Untergangsbild führt nach meiner Ansicht, und es gibt auch andere Autorinnen, die das vertreten, führt verstärkt zu diesen Allianzen. Und es gibt aber trotzdem immer noch auch Streitpunkte. Also das darf man auch nicht übersehen, dass ein Teil der extremen Rechten zum Beispiel gar nicht christlich ist, also noch nicht mal so kulturchristlich, sondern dass die tatsächlich das Christentum auch als Ganzes ablehnen. Also hier hat man mal einen jungen Mann mit einem T-Shirt, Odin statt Jesus, darum geht es mir. Und das ist natürlich was einen trennt.
Also sowohl die christliche Rechte lehnt natürlich sowas wie Neuheidentum ab, als eben auch so neuheidnisch ausgerichtete extreme Rechte, die dann auch zum Teil in der NPD oder gerade im Neonazismus sehr, sehr häufig anzutreffen sind, manchmal ist auch bloß so diffus, die lehnen natürlich auch das Christentum ab. Übrigens aus antisemitischen Motiven. Also bei denen ist das Christentum, gilt dann als Judeo-Christentum und das lehnt man ab. Genau, wo engagiert man sich, wenn man halt parteipolitisch aktiv sein will als christliche Rechte? Das neueste Politangebot ist die AfD. Also es gibt auch so christliche Kleinstparteien, christlich-fundamentalistische. Früher hießen die Parteibibeltreuer Christen oder auf Arbeit, Umwelt, Familie, Christen für Deutschland. Jetzt ist das Bündnis C, aber das ist quasi bei Wahlen nicht so wichtig, sondern man kann inzwischen sich auch in der AfD organisieren. Und da heißt die entsprechende Organisation Kraft, Christen in der AfD. Und das ist eine Gruppe, die ist jetzt nicht so stark wie meinetwegen der Höckeflügel. Also ich würde sagen, von den knapp über 30.000 Mitgliedern der AfD sind es ein paar hundert. Und von den knapp 90 Bundestagsabgeordneten lassen sich 3 eindeutig der Kraft, also dieser Gruppe, zurechnen. Die wichtigste Vertreterin ist sicherlich Beatrice von Storch. Genau, und die versuchen aber sozusagen auch so ein christliches Wählersegment für die AfD nochmal anzusprechen. Also hier hat man in einem der wichtigsten evangelikalen Kampfblätter, in Idea Spectrum, also protestantisches Blatt, ein Wochenblatt, hat man nochmal vor der Wahl zum Bundestag hat man nochmal extra eine Anzeige, christliche Werte in den Bundestag. Und man macht dann auch eigene Veranstaltungen, hier 2018 mit der recht seltsamen Frage, würde Jesus AfD wählen? Ich glaube, dass tatsächlich Volker Münz, der ist inzwischen wieder raus aus dem Bundestag, das mit Ja beantworten würde. Er kommt aus dem protestantischen Bereich und versucht da halt sozusagen auch entsprechend Wähler und Wählerinnen anzusprechen. Also das ist ein Segment der AfD, ist ein Teil der AfD, aber es ist jetzt nicht der bestimmende Teil. Aber er ist wichtig, auch es ist wichtig zu sehen, dass es halt eben auch diese Gruppe innerhalb von der AfD gibt. Oder hier, um mal ein Beispiel aus München zu bringen, die AfD-nahe Desiderius Erasmus Stiftung hat eine Veranstaltung gemacht in München, im Bürgersaal Fürstenried, zum Thema Braucht Deutschland das Christentum? Und die dann da auftreten, das sind auch Leute, die kommen aus der christlichen Rechten. Also Maximilian Krah sitzt für die AfD im Europaparlament, der ist ursprünglich der Hausanwalt der Pius-Bruderschaft gewesen. Wolfgang Ockenfels ist auch ein relativ bekannter katholischer Rechter. Und Jürgen Leminski, der inzwischen verstorben ist, der kommt nach meinem Wissen aus einer Opus Dei-Familie. Also genau, die machen da halt sozusagen nochmal Werbung unter konservativen bis rechten Christen für die AfD. Ja, Bündnis C hatte ich ja schon kurz erwähnt, das ist die Vorsitzende, die auch bei der Demo für alle aufgetreten ist. Ich habe mir damals auch den Beitrag von ihr angehört, also ich war im Publikum und fand auch, dass die den bei weitem härtesten Beitrag hat. Also es sind auch AfD-Mitglieder als Redner aufgetreten, aber an dem Tag war es tatsächlich Katrin Hepen, heißt sie, die da halt den härtesten Redebeitrag gehalten hat. Ja, ich mache jetzt auch in Anbetracht der Zeit relativ schnell nochmal so ein Beispiel für rechtskatholische Organisationen. Es gibt Unmengen mehr und manchmal sehe ich auch selber nicht durch, weil das ist ein Netzwerk, was verschiedene relativ kleine Magazine hat, die miteinander, ich sag mal, korrespondieren. Es gibt auch noch einige Stiftungen, es gibt Jugendorganisationen, es gibt also auch Orten, die innerhalb der katholischen Kirche sind, wo ich sagen würde, ja, die sind zumindest nah dran inhaltlich am Rechtskatholizismus. Und das ist halt sozusagen eine Fülle, die kann ich hier nicht mal schnell wiedergeben, sondern sind, wie gesagt, bloß Beispiele. Nicht bekannt ist das Werk Gottes, was in Spanien gegründet worden ist. Hier ist ein Gedenkstein für den, also in Italien ist das Foto, in Verona, ihr seht es rechts unten. Ich habe das gemacht. Aber es ist eigentlich von einem Spanier gegründet worden, der halt das Werk Gottes gegründet worden ist. Das ist eine Organisation, die nach meinem Wissen eher elitär funktioniert. Also da geht es nicht um einen Massenanhang, sondern da geht es halt sozusagen um quasi so, dass die oberen Gesellschaftsschichten beziehungsweise Priester
Mitglied werden. Ihm wird sehr viel Macht nachgesagt. Es ist auch so ein bisschen geheimnisbewittert. Es gibt so Anweisungen intern an die Mitglieder, die nach außen hin nicht irgendwie transparent gemacht werden. Was auffällig ist, ist, dass Opus Dei bei vielen rechten Parteiprojekten im katholischen Raum beziehungsweise bei so auch teilweise rechten Diktaturen, die mit katholischen Anstrichen eine Rolle gespielt hat. Also dass dann in Franco-Spanien mehrere Minister Opus Dei-Mitglieder waren. Und ich würde mal sagen, dass es jetzt nicht nur einfach so ist, dass die das zufällig auch waren, sondern dass die halt dadurch auch eine Prägung erhalten haben. Genau, als Jugendorganisation ist die katholische Pfadfinderschaft Europas zu nennen, die KPE, hier auch in ihrem Blatt mit dem Feindbild Gender. Und also sozusagen, wenn man eine Organisation braucht, wo man seine Kinder reinstecken will, damit die entsprechend auch sozialisiert werden, dann also in katholisch-traditionalistischen Kreisen, dann wählt man halt die KPE aus. Und die KPE hat auch in einigen Bistümern immer wieder für Verdruss gesorgt, beziehungsweise für Beschwerden, weil sie sehr dogmatisch waren, sehr indoktriniert haben und sich dann Leute über das sektenähnliche Gebaren aufgeregt haben. Also ja, gab es immer wieder Kritik. Ich glaube, aus einigen Bistümern sind die zum Teil auch rausgeschmissen worden. Genau, die Piusbruderschaft hatte ich schon mehrfach erwähnt. Es ist eine Gruppe, also ursprünglich aus Frankreich. Es ist so ein halbes Schisma von einem Bischof gewesen, also Lefebvre in Frankreich, der inzwischen auch nicht mehr lebt. Das ist inzwischen eine Organisation, die in vielen Ländern anzutreffen ist. In Deutschland sagt man, dass sie zwischen 10.000 und 30.000 Mitglieder hat. Interessant finde ich bei ihnen, dass sie ein relativ eine feste Struktur haben, im Sinne von, dass die ein eigenes Seminar haben, also ein eigenes Priesterseminar, übrigens auch in Bayern in Zeitkofen, dass sie einen eigenen Verlag haben, dass sie eigene Schulen haben, also unter anderem in Saarbrücken, aber die haben noch drei andere Schulen. Und die Piusbruderschaft ist auch, also hatte auch noch mal eine eigene Spaltung. Vielleicht erinnern sich Leute noch an den einen Bischof. Also sie hatten vier Bischöfe, die auch nicht so ganz anerkannt waren von der katholischen Kirche, also weil die halt dieser abtrünnige Bischof selber geweiht hat. Und da war es halt so, dass dann halt einer von diesen Bischöfen quasi öffentlich immer wieder den Holocaust geleugnet hat. Das hat er schon seit 2009 gemacht, der heißt Williamson. Aber da haben sich dann erst, als halt sozusagen die Medien das mal stärker kritisiert haben, war es so, dass dann halt sozusagen die Pius-Bruderschaft offiziell von ihm abgerückt ist und dann hat er sich nochmal mit seinen Getreuen abgespalten. Aber das, also die Pius-Bruderschaft tritt auch, die ist nicht nur einfach eine fromme katholische Organisation, die irgendwie auf die alte Messe besteht oder beharrt, sondern die machen zum Beispiel auch Kundgebungen gegen CSD. Also wenn irgendwie so LSBTTIQ offen auftreten in sowas wie Gay-Paraden oder CSDs, also Christopher Street Days, dann gibt es in einigen Städten auch mal direkt von der Pius-Bruderschaft organisierte Kundgebungen dagegen. Also die sind auf jeden Fall rechtskatholisch und wenn man sich ihre Schriften genauer anschaut, würde ich ihnen auch attestieren, dass ein Teil von ihnen nicht besonders demokratiefest ist. Genau hier in Stuttgart haben sie ihren Deutschlandsitz. Ich schaue auch ab und zu quasi vorbei. Findet sich dann halt auch quasi halt hier so Kreationismus als Thema, was auf katholischer Seite eher nicht so das wichtige Ding ist. Also es findet sich eigentlich eher auf evangelischer Seite, also evangelisch-rechtschristlicher Seite oder rechtsevangelischer Seite. Aber offensichtlich bei der Pius-Bruderschaft findet sich das dann auch. Übrigens, wenn in Stuttgart rechte Vorträge waren, haben die zum Teil auch bei der Pius-Bruderschaft stattgefunden im Hauptquartier. Also da habe ich selber auch mal einen rechten Vortrag mit so einem quasi neuen Rechten, die waren auch nicht besonders katholisch, besucht und die hatten offensichtlich halt ihren Unterschlupf bei der Pius-Bruderschaft gefunden. Also haben ansonsten keine Veranstaltungsräume bekommen. Die haben, wie gesagt, auch so eine eigene
Jugendorganisation, die katholische Jugendbewegung Deutschland, die dann eben auch zum Beispiel bei diesem Marsch für das Leben 2021 mit dabei war und gar nicht so eine kleine Gruppe. Also es sind laut eigenen Angaben 75 KJBler mit dabei gewesen. Ja, genau. Dann gibt es noch so quasi Umfeldorganisationen. Ich hatte schon diese Zeitschrift Civitas angeführt. Es gibt aber im rechtschristlichen Bereich in Deutschland, würde ich behaupten, gibt es mindestens 15 unterschiedliche Blätter. Die sind nicht alle sehr groß. Ich finde es hier, das habe ich mir als Beispiel ausgesucht, einfach nochmal, um sozusagen die Vorbilder zu markieren. Wenn Viktor Orban redet Klartext in dem Text und der ist von 2018, ist halt ganz klar, Viktor Orban ist das Vorbild. Also das ist halt sozusagen, wohin man sich orientiert. Das ist vielleicht noch nicht ganz antidemokratisch, weil in Ungarn auch Wahlen stattfinden, aber das hat schon auf jeden Fall eine autoritäre Tendenz. Genau, natürlich hat man eine europaweite Vernetzung, das Hedwig von Beverförde, die diese Demo für alle in Stuttgart organisiert hat, auch ganz wichtig. Und die hat zum Beispiel eine europäische Bürgerinitiative mit dem Namen Vater, Mutter, Kind gegründet, zum Schutz von Ehe und Familie. Da geht es natürlich um die Ehe zwischen heterosexuellen Paaren und um Heterofamilien. Und die quasi wird halt auf europäischer Ebene von unter anderem Hedwig von Beverförde mitbefördert. Also die versuchen dann im EU-Rahmen halt Unterschriftenkampagnen zu lancieren oder Volksabstimmungen etc. Und es kommt erstmal sehr nett und zivilgesellschaftlich rüber. Und dann taucht zum Beispiel so eine Organisation namens Agenda Europe auf. Und die hat zwar so einen Blog, wo man schon so ein bisschen mitbekommt, okay, die ist irgendwie ein bisschen komisch, verwendet zum Beispiel halt den Begriff Plutokratie, wo ich sagen würde, der gehört eigentlich in die Giftkiste zurückgeschlossen. Und es wurde aber vor kurzem, dieser Agenda Europe, wurde halt eine Policy List, also eine Liste mit den politischen Zielen veröffentlicht. Und das war ein internes Dokument. Und da treten sie dann eben nicht mehr so nett aus und die Initiative von Hedwig von Beverförde ist meiner Wissens auch in dieser Agenda Europe, also ist mit denen zumindest verbandelt. Und diese Agenda Europe ist ein rechtschristliches Netzwerk im Hintergrund. Und wenn die quasi nicht für die Öffentlichkeit publizieren, da hat man dann plötzlich auch so, wenn ihr in der Mittelspalte schaut, der erste Begriff, also Laws to Adopt, also wo es um Gesetze in Bezug auf Adoptionsrecht die man halt nicht um Adoptionsrecht, die man halt umsetzen will, geht. Und da steht als Punkt 4 Anti-Sodomie-Laws. Und das ist ja eigentlich der mittelalterliche Begriff für Homosexualität, Sodomie. Und das würden die nie in der Öffentlichkeit verwenden. Da würden die das immer sozusagen, würden die sehr viel Kreide essen, um ganz anders zu klingen. Aber wenn die unter sich sind, und das zeigen auch diese geleakten Dokumente, dann ist das halt das Menschenbild letztendlich und das Gesellschaftsbild sehr mittelalterlich geprägt. Also da gibt es im Internet, findet ihr auch einen Leak zu den ganzen Agenda Europe Sachen. Und das, genau, jetzt vielleicht nochmal ganz kurz zu den Entwicklungen und Tendenzen. Ich glaube, es gibt gerade so ein bisschen, oder was man beobachten kann, ist so ein Aufbau einer Parallelwelt. Dazu gehören dann auch eigene Zeitschriftenprojekte. Die Tagespost würde ich schon als rechtskatholisch einordnen. Ich würde denen jetzt keine, also ich würde nicht sagen, dass sie super rechts sind, aber sie bieten auf jeden Fall auch rechtskatholischen Positionen sehr viel Raum. Oder halt sowas wie Radio Horeb, wo dann halt auch entsprechend antifeministische Vorträge etc. gepostet werden. Und was ich so ein bisschen wahrnehme, ist, man sieht sich in der Minderheitenposition in der Gesellschaft. Also die Ausgangsposition ist eine andere als meinetwegen in Nordamerika. Und man baut sich so eine Art von eigener Parallelwelt auf. Also wo man eigene Medien hat, eigene Versandhäuser, eigene Verlage, eigene Blätter etc. Und dann muss man mit der sündigen Welt weniger in Kontakt kommen. Und gleichzeitig, parallel dazu, habe ich den Eindruck oder nehme ich wahr, dass man seit 10 Jahren auch verstärkter wieder in der Öffentlichkeit auftritt, eben über die Demo für alle, über die Märsche fürs Leben etc. Und dass dann man da halt sozusagen mobilisiert. Das ist noch nicht so erfolgreich wie in Frankreich, Spanien oder den USA, also dass man so viele Menschen auf die Straße bekommt. Aber diese Demo für alle in Stuttgart hat auch immer so 5.000 Personen mobilisiert auf ihren Höhepunkt. Also nicht so wenige. Und man versucht halt darüber auch dann eben quasi halt Öffentlichkeit zu erzwingen. Und gleichzeitig hofft man natürlich auch, dass politische Entscheidungen so beeinflusst werden.
Genau, eine neue Entwicklung ist noch dieses Christen und Christinnen gegen die Corona-Diktatur. Ich würde sagen, dass selbst bei, oder dass auch bei den Rechtschristlichen die meisten sich zähneknirschend an die Corona-Schutzmaßnahmen halten. Es gibt aber Leute, die auf diese Corona-Demos gehen, aus einem christlichen Motiv. Ich glaube, das sind meistens auch christliche Rechte, die da zu finden sind, die das Impfen auch ablehnen oder quasi so bestimmten, also dass sie sagen, es hat was mit Föten zu tun, also hat es zum Teil der Impfstoff, aber das ist halt ein einziger Fötus aus den 1970er Jahren, der da quasi das ist ein Ausgangs, das, der das Ausgangsmaterial stellt und das sind halt Leute, die da halt auf die Straße gehen, halt gegen das Impfen mit Querdenken etc. Das ist aber auch wiederum eine Minderheit unter den Querdenkern, weil es gab mal auch so diese Erklärungsweise, dass das halt irgendwie so in Stuttgart der Grund ist, warum da so viele auf die Straße gehen, dass es da so eine pietistisch-evangelikale Tradition gibt, das ist falsch. Also das stimmt einfach nicht. Das ist tatsächlich eine Minderheit, aber sind Leute erkennbar aus christlichen Motiven TeilnehmerInnen an diesen Corona-Protesten. Und genau, die haben auch eine eigene Organisation, die heißt Christenwiderstand. Das sind so vor allen Dingen Evangelikale nach meiner Wahrnehmung. Genau, Fazit. Ich glaube, es findet gerade zum Teil eine Art von Kulturkampf in und außerhalb der Kirchenstaat, also auch innerhalb der Kirchen, wo es um sowas geht wie, keine Ahnung, Umgang mit Homosexualität. Der liberale Mainstream oder die liberale Kirchenmehrheit, also ist, die Liberalen sind meistens in der Mehrheit, es gibt aber halt schon eine Minderheit, die auch noch innerhalb der Kirchen ist, ob jetzt protestantisch oder katholisch, die sich halt sehr gegen quasi eine Modernisierung und Liberalisierung stemmt. Und die da manchmal auch schafft, so eine Art von Sperrminorität bei bestimmten Entscheidungen zu organisieren. Es gibt diese vermehrten Straßendemonstrationen. Teile der christlichen Rechten verbünden sich mit der säkularen extremen Rechten, eben weil sie halt ähnliche Feindbilder teilen, wenn es da auch durchaus noch inhaltliche Unterschiede teilweise, also auch teilweise gibt. Und was ich auch wahrnehme, dass die Aussagen säkularisiert werden. Also wenn man zum Beispiel über Homosexualität spricht und die Ablehnung von Gleichbehandlung von homosexuellen Paaren, dann ist es nicht so, dass man sagt, ja, das steht in der Bibel. Ich glaube, das ist bei den meisten immer noch das eigentliche Motiv. Aber man sagt dann eher so, ja, Studien haben ergeben, dass, keine Ahnung, das halt deswegen und deswegen nicht funktioniert oder so. Also man versucht das zu säkularisieren und teilweise auch zu verwissenschaftlichen. Ansonsten habe ich den Eindruck, dass die Bewegung jünger geworden ist und auch professioneller. Also dass jetzt irgendwie so die Lebensschützer vor, keine Ahnung, 30, 40 Jahren, die zum Teil sehr altbacken aufgetreten sind. Und jetzt sind das junge Leute, die halt auch sehr professionell soziale Medien bedienen und auch nicht mehr also die auch freundlicher auftreten. Und ich habe den Eindruck, dass dieser Modernisierungsschub sehr stark von der christlichen Rechten aus den USA ausgeht. Also da schaut man sich viel ab, beziehungsweise es gibt einfach Leute, die so dann sagen, wie man Sachen viel besser macht. Weil da sind die viel stärker und da können die auch sehr viel besser irgendwie so Kampagnen initiieren. Genau, bei dem was tun, das finde ich immer noch ganz wichtig. Ich finde einfach, man sollte auch ich als Nicht-Christ und nicht kirchengebundener Mensch würde halt sagen, fortschrittliche Kräfte in den Kirchen unterstützen. Auch wenn mir persönlich inzwischen halt tatsächlich christlicher Glaube eher fern ist als Überzeugung. Aber trotzdem glaube ich, dass es da coole Leute gibt, die man halt sozusagen unterstützen kann, wo ich sagen kann, ja, die stehen ein, dass halt auch zum Beispiel dann in der evangelischen Landeskirche schwule Pfarrerpaare in einem Pfarrhaus leben können oder so. Und die sollte man dann unterstützen. Genau. Ja, das war's in aller Länge und ich freue mich auf die Diskussion mit euch.